Hier ist Ronja und letztes Mal haben wir versucht, eine Rakete in 10 Sekunden, einer Minute und 10 Minuten zu bauen. Und ich habe mir gedacht, wir könnten es ja mal probieren und ein kleines Schloss bzw. eine Ritterburg bauen. Ich war als Kind ein Riesenfan von Ritterburgen, ohne Witz. Ich habe die ganzen Rittersachen, ich habe Ritterrost gehört, ich war Riesenfan von allem, was das anging. Deswegen fand ich das nur passend und mir hat es letztes Mal echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich habe beschlossen, dass ich für die Zeit, in der ich baue, wirklich die reine Bauzeit nehme und nicht die Zeit, in der ich versuche, Sachen in mein Inventar zu holen, weil ich sonst in 10 Sekunden gefühlt nichts bauen kann, was aus mehr als 3 Blöcken besteht, okay? Und eine Ritterburg aus 3 Blöcken ist faktisch unmöglich. Also, ich hoffe, das macht euch nichts aus. Und genau, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. So, für unsere Ritterburg in den 10 Sekunden würde ich sagen, wir nehmen ein bisschen Cobblestone und... Oh, Mann. Advancements. wir nehmen ein bisschen Cobblestone, wir nehmen ein bisschen Holz und wir hoffen aufs Beste, okay? Ich glaube, das muss auch schon reichen. Vielleicht können wir noch eine Tür einbauen. So, bam. Okay, dann stelle ich mir jetzt meine 10 Sekunden. Ich habe eine Vision, okay? Ich habe eine Vision. 10 Sekunden. Starten. Jetzt. Okay, wir... Oh, Mist, Mist, Mist. Wir bauen. Bumm. Bum, 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 bum. Tür, 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 Tür. Okay, Tür. Okay, und das sind 10 Sekunden. Das ist meine Ritterburg. Ich hatte eigentlich mehr gehofft, aber hey, was willst du tun? Ich hoffe, diesmal explodiert mir nichts weg und wir können am Ende alle Endergebnisse nochmal vergleichen. Das war eigentlich der Plan für die erste Folge, aber das hat leider nicht geklappt. Okay, für Runde 2 würde ich die gleichen Materialien verwenden. Ich glaube, da die eine Minute... Ist jetzt nicht so viel mehr Zeit. Vielleicht können wir noch eine Fackel dazu holen. Dann haben wir ein bisschen Dekoration. Aber ich glaube, das muss erstmal reichen. Okay, ich darf mich nicht stressen. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich stresse, dann wird es nur noch schlimmer. Wir bauen hier erstmal so eine Art Grundgerüst. Und, Mist. Okay, ich muss jetzt hier vorne eine Lücke rausbauen. Dann bauen wir weiter. Es muss ja auch eine gewisse Größe erreichen, sonst macht das keinen Sinn. Ich weiß, es soll eine Burg werden und momentan sieht es nicht aus wie eine Burg, sondern eher wie, ich weiß auch nicht, irgendwas wirklich, wirklich Hässliches. Aber das ist schon okay. Besser als nichts. Besser als was auch immer wir da beim ersten fabriziert haben. So, und dann machen wir jetzt hier noch eine Tür rein. Zack. Dann machen wir Fackeln hier links und rechts. Und vielleicht können wir dann jetzt hier noch Holzverzierung anfangen. Oh nein, so sollen sie nicht sein. Holzverzierung habe ich mir anders... Oh nein, Holzverzierung habe ich mir anders vorgestellt. Okay, ich weiß nicht, wie viel die tatsächlich adden. Aber, Burgen sind doch... Oh, warum ist denn jetzt hier der Block? Egal, ist aus Holz. Ist aus Holz. Und dann machen wir hier noch einen. Irgendwie ist das nicht symmetrisch. Ah, okay, Zeit ist rum. Ja, ne, sie ist da, sie ist da. Okay, für unsere dritte und letzte Burg haben wir drei Minuten, klar. Ich lese die drei und sage 3 Minuten. Haben wir 10 Minuten und ich kann mir vielleicht ein bisschen was Schickeres machen. Wir könnten Glasfenster vertragen und ich denke, vielleicht könnten wir so eine Art, ich weiß nicht, so eine kleine Art Innen, also halt einen Boden machen. Also würde ich einfach mal den Sandstein noch dazu holen und ich hoffe... Wir könnten vielleicht noch so eine kleine Zugangstreppe dazu gestalten. Vielleicht kann ich später noch was hinzufügen. Ich hoffe auf einen Turm, deswegen nehme ich mir schon mal die Leiter mit. Okay, dann, ich weiß nicht, wie lange 10 Minuten sind, ich kann das irgendwie gar nicht einschätzen. Dann würde ich sagen, der Timer startet jetzt. Alles klar, wir haben eigentlich Zeit. Wir sind entspannt, ja? Wir bauen jetzt erstmal ein solides Grundgerüst. Oh nein, das ist kein solides Grundgerüst. Solides Grundgerüst. Ich bin Profibauer. Habt ihr bestimmt schon gemerkt ab dem Punkt. Solides Grundgerüst. Wir müssen bis hier bauen, alles klar. Wir wollen hier so eine Art, ich weiß nicht, Doppeltür vorne haben, würde ich sagen. Fast schon. Ich würde eigentlich gerne eine Falltür haben, aber mal sehen, ob wir dazu kommen. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal auch einen Moment Zeit, um durchzuatmen. Weil 10 Minuten für eine Burg in der Größe, also die Größe ist jetzt ja nicht so insane. 10 Minuten kann ich jetzt ja nicht anfangen. Und irgendwie, es gibt ja diese unglaublichen Maps, wo dann Burgen drauf sind, die wahrscheinlich 20 Jahre gedauert haben.
Und niemand weiß genau, wie sie entstanden sind, aber hey, das ist jetzt nicht der Plan, ne? So weit sind wir jetzt auch nicht. Aber ich würde einfach mal sagen, hier im Rahmen der Möglichkeiten versuche ich das Beste zu bauen, was ich irgendwie hinkriege. Ich würde sagen, das ist jetzt schon mal eine solide Basis. Wir machen jetzt hier kleine Treppchen hoch und machen jetzt den Boden hier aus Sandstein. Moment, ich mache jetzt hier erstmal noch Türen. Dann machen wir den Boden aus Sandstein. Ich weiß nicht, ob Sandstein akkurat ist für Ritterburgen, Alter, aber hey, muss reichen. Ich glaube, wir haben da nicht wirklich eine Wahl. Und müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Falls ihr übrigens weitere Vorschläge habt für Sachen, die wir bauen wollen können sollen, dann haut mir das gerne in die Kommentare. Oh, das sieht doch schon mal viel prächtiger aus. Haut mir das gerne in die Kommentare rein. Bis auf sowas wie, ich würde super gerne Waffen machen, aber ich bin halt leider überhaupt gar kein Experte, was Redstone angeht. Und ich kann das absolut nicht. Ich weiß, dass man das in Minecraft machen kann und dass es da auch eine Menge gibt und dass Leute, die das können, da bestimmt was Cooles rausholen können. Okay, ich versuche jetzt hier so eine Art Turm auszubauen, okay? Aber ich bin leider nicht talentiert genug, um das hinzukriegen. Das tut mir sehr leid, aber das ist die traurige Wahrheit. So, wir sind hier weiter am Turm dran. Vielleicht kann ich sogar mehrere Türme bauen, wisst ihr was? Das wäre doch was, oder? Wartet mal, dann mache ich jetzt hier... Oh, das ist Mist. Das ist Mist, Mist, Mist. Ich würde nämlich die Wand dazwischen eins reinrücken, damit es nicht so aussieht, als hätte ich die Türme nachträglich eingebaut, wie ich es jetzt habe. Ich würde sagen, das ist ja schon mal eine Basis, ja? Eine Basis, mit der wir arbeiten können. Ist die Wand jetzt hoch genug? Scheint so. Dann bauen wir jetzt den Turm so hoch, wie wir irgendwie können, menschenmöglich. Und da machen wir später da jetzt noch Fenster rein. Mögliche Zugangsart. Und dann würde ich sagen, haben wir... Ich meine, ist es eine Burg? Ich weiß es nicht. Kann man es wenigstens mit zugekniffenem Auge als Burg bezeichnen, wenn man nett sein möchte? Ich schätze schon. Also, es ist ein voller Erfolg. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Lass mich mal nachschauen. Wir haben noch 5 Minuten Halbzeit. Also nicht ganz, aber wir haben noch über 5 Minuten. Dafür läuft es absolut prächtig. Wir geben uns hier alle Mühe, beziehungsweise ich gebe mir alle Mühe. Ihr seid ja nur dabei und könnt meine wunderschönen Baukünste begutachten. Ich meine, das ist doch auch was wert, oder? Dann bauen wir jetzt hier auch noch so... Oh nein. Zacken, weil das weiß ja jeder, dass das so sein soll. Zack, 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 zack. Dann, das sind ja die klassischen Burgmauern, ja? Die haben ja so... Stempel, die so hochgehen. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Kann mir das jemand mal verraten? Schon mal solide, ja? Grundsolide. Dann kommen wir jetzt hier zur Dekoration. Wir machen wieder die Fackeln hin. Die fand ich eigentlich ganz gut. Da können wir vielleicht diesmal mehrere platzieren. Und vielleicht können wir auch am... Huch, was ist das? Ah! Nanu! Okay, wir können hier ein paar Fackeln platzieren. Und theoretisch jedenfalls. Die müssen ja auch nicht gleichmäßig verteilt sein. Die würde ich einfach so ein bisschen neben die Fenster machen und vielleicht hier so ein bisschen gemischt. Ich meine, es geht ja einfach auch darum, dass der Turm ausgeleuchtet ist, nicht wahr? Schätze ich. Ich meine, wer achtet wirklich auf Fackelplacement? Bitte schreibt mir nicht, dass ihr auf Fackelplacement achtet. Bitte tut's nicht. So, das hat schon viel Schönes. Nicht? Jetzt wollen wir in den Turm rein können. Das heißt, wir müssen hier einmal einreißen. Hoch, kann man da überhaupt rein? Wir reißen hier einmal ein und machen hier Sandstein rein. Bam, 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 bam. So, das heißt, hier ist der kleine Einweg. Hier können wir vielleicht auch nochmal eine gute Tür. Danke. Hier eine Tür hinmachen. Dann kommt hier eine Treppe hoch, die sich den ganzen... Oh, hier habe ich Glas reinplatziert. Hoppala. Die sich den ganzen Turm lang zieht. Und dann müssen wir hier halt oben irgendwo auch rauskommen. Meistens braucht man ja so eine Art Plattform. Das heißt, hier bauen wir das jetzt zu. Zack, zack. Und dann können wir auch auf den Turm, schätze ich. Richtig? Ja. In der Praxis vielleicht. Also in der Theorie meine ich jedenfalls vielleicht.
Dann haben wir hier den Turm. Ich glaube, da können wir sogar die Ecke noch abreißen, oder? Dann hat es ein bisschen einen schickeren Flair. Ich würde generell innen drinnen mal überlegen, ob ich das einfach so lassen will. Aber jetzt ist es so, jetzt ist es so. Jetzt haben wir eine Burg. Ein Dach haben wir leider noch keins. Ich bin mir nicht sicher, was das burgdachigste Dach ist. Ich kenne tatsächlich gar keine Burgen mit Dächern. Ich weiß nur, dass die auf den Türmen manchmal Dächer haben. Das heißt, wir nehmen jetzt Ziegelsteine und bauen die Türme zu, okay? Ich garantiere euch Erfolg. Wir machen wieder die Dinge, sie ist hier weg. Wir sehen ja auch so, dass es eine Ritterburg ist, oder? Bam. Das hier ist ja offensichtlich... Oh nein. Oh nein. Ja, genau. Und das ist eine weitere Ziegelsteingeschichte. Ich meine, das ist ja dann ein Dach. Das soll aber eigentlich überstehen. Jetzt sieht es ein bisschen fies aus. Huch. Sorry für die Kamera-Glitches. Ich weiß nicht, was da los ist. So, ich habe jetzt kurz mein Aufnahmeprogramm neu gestartet. Wir starten jetzt wieder mit der Zeit. So, wir haben noch ungefähr eine Minute. Ich will, dass die überstehen. Wie macht man, dass die überstehen? Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt hier welche hin. Ist nicht schön, aber selten. Und jeder weiß, das ist, was zählt. Es ist der Wille, der zählt. Nicht die Ausführung. Es geht aber eigentlich um die Ausführung. Naja, es ist egal. Wir haben den Willen. Wir haben den Kampfeswillen, den wir brauchen. Und das ist jetzt, wo tatsächlich unser Dach draufkommt. Habe ich recht oder habe ich recht? Bam, 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 bam. Und jetzt ist es zwar nach unten geneigt, wie so ein Pilz. Und generell hat es auch nicht so viel Schönes. Aber was ihr immer bedenken müsst, ist, das ist der Wille, der zählt. So, bam, 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 bam. Dann noch ein Block in die Mitte. Und dann haben wir noch... Oh nein, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Naja, da ist wohl keine Zeit mehr da. Man, ich bin fairer Spieler, okay? Das ist meine 10-Minuten-Burg, okay? Sie hat viel Schönes. Yay! Das eine sieht aus wie ein Pilz, aber sie hat, wie gesagt, 10 Minuten, ne? Das ist die Burg, die wir in einer Minute gebaut haben. Ich glaube, wenn ich in die große Burg Holzelemente eingebaut hätte, wäre das gar nicht schlecht gewesen. Und das ist die... Darf man das überhaupt Burg nennen? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist die Burg, die wir in einer Minute gebaut haben. Das ist schon peinlich. Naja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr das besser könnt, davon gehe ich tatsächlich auch aus, könnt ihr mir das... Falls es irgendwelche Tricks im Burgenbau gibt, ja, die ich nicht kenne, die mich jetzt hier gestoppt haben von meinem vollen Potenzial, dann lasst mich das gerne wissen, okay? Ich bin immer dran, mich zu verbessern. Falls ihr die letzte Folge von diesem neuen Format noch nicht gesehen habt, also dieses wir bauen was in 10 Sekunden, in einer Minute und 10 Minuten, falls ihr die noch nicht gesehen habt, ich blende sie euch hier oben nochmal ein. Ansonsten abonniert den Kanal, da verpasst ihr nichts mehr. Und falls ihr Interesse an Merchandise habt, die Linkadresse steht unten in der Beschreibung oder auf www.richtigronja.com könnt ihr Merch kaufen. Falls ihr noch, ich weiß nicht, ein Ostergeschenk wollt, Ostern ist ja Ende April? Wir haben jetzt Anfang April, das heißt, oder ihr wollt einfach so ein Shirt, oder ihr wollt ein Läppchen. Oder ihr wollt gar kein Merch, dann würde ich euch empfehlen, klickt nicht auf den Link. Gern geschehen.